Na du, Joko. Louis, musst du mich denn immer so erschrecken? Hallo, Louis. Hallo, Joko. Hallo, Freunde. Guten Tag. Louis, findest du mich tatsächlich schön? Na, und wie schön. Was meint ihr, Freunde? Ja, du bist wunderhübsch, Joko. Oh, danke schön. Sehr freundlich. Na, nu, kleine Raupe, was ist denn? Warum weinst du? Na ja, ich weine, weil ich so, so hässlich bin. Aber du bist doch total niedlich, kleine Raupe. Findest du nicht, Joko? Ja, na klar. Oh, sehr niedlich. Wirklich? Darf ich einen Blick in deinen Spiegel werfen, Joko? Ja, selbstverständlich. Oh, das stimmt nicht. Ihr habt mich beschwindelt. Ich bin eine ganz hässliche Raupe. Ach, red dir das doch nicht ein. Du bist eine sehr schöne Raupe. Wart es ab, in was für einen schönen Schmetterling du dich verwandeln wirst. Dafür musst du dir allerdings noch einen Kokon spinnen. Und wenn du dann schlüpfst, werden dir alle die Luft anhalten. So bezaubernd wirst du sein. Einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Weißt du, schön sein ist nicht das Wichtigste im Leben. Das hat mir mein Mistkäfer gesagt. Und die kennen sich aus. Ja, das stimmt. Genau so ist es. Da hörst du's. Kann's losgehen? Also, Freunde, habt ihr Lust, einen schönen Schmetterling mit mir zu malen? Ja! Dann wollen wir mal loslegen. Wenn ich einen Schmetterling malen will, fange ich am besten mit seinem kleinen, runden Kopf an. Dann bekommt er auch noch zwei Fühler. Dann male ich ihm zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Sehr schön, er bekommt einen länglichen Körper und noch kleine Beine. Und jetzt, ihr werdet's nicht glauben, muss er noch seine Flügel bekommen. Dafür male ich eine große Schlaufe. Und unten kommt noch eine kleine Schlaufe dran. Und dann das Gleiche auf dieser Seite. Oben male ich eine große Schlaufe und unten eine kleine. Und fertig. Und jetzt, was kommt als Nächstes dran, Kinder? Ausmalen! Damit bin ich heute dran, bitteschön, ja? Ich bin nämlich die Meisterin im Bund anmalen. Ist der nicht bezaubernd geworden? Bezaubernd? Mehr nicht? Ich finde mich fantastisch, atemberaubend, prachtvoll, überhaupt nicht zu beschreiben. Was du nicht sagst, wenn ich ehrlich sein soll. Ich finde auch, du bist ein wunderschöner Schmetterling. So könntest du als Schmetterling auch aussehen. Gefällt es dir? Oh, Louis, sieh doch nur. Wo ist denn die Raupe geblieben? Oh. Ich könnte mir denken, dass sich unsere kleine Freundin einen Kokon gesponnen hat. Und in ein paar Tagen, wenn sie aus dem Kokon rauskriegt, wird sie ein wunderschöner Schmetterling sein. Also nein, das kann schon mal gar nicht sein, wo ich doch mit Abstand der allerschönste Schmetterling bin. Auf jeden Fall ist sie der aufgeblasenste Schmetterling, der mir je begegnet ist. Sag mal, Louis, findest du nicht auch, wir sollten... einen schönen Schmetterling für unsere Freunde malen? Das machen wir, Joko. Wenn ihr einen Schmetterling malen wollt, beginnt ihr mit dem Kopf und zwei kleinen Fühlern. Dann malt ihr ihm zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Als Nächstes kommt der längliche Körper mit vier kleinen Beinen. Dann kommen wir zum Wichtigsten, den Flügeln. Ihr malt oben eine große Schlaufe und unten eine kleine. Auf der gegenüberliegenden Seite wird das Gleiche wiederholt. Dann könnt ihr alles bunt ausmalen. So bunt, wie es euch gefällt. Ich
Danke euch, Freunde. Ich liebe diese Farben. Sie sind einfach wunderschön. Hallo, da bin ich wieder. Und, wie findet ihr mich? Ich bin doch hübsch geworden, nicht wahr? Ja! Oh ja, du bist wunderschön. Oh, wirklich? Guck mal. Oh, es ist wirklich wahr. Ich bin wunderschön. Danke, Freunde. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Schmetterlinge. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, einen Schmetterling zu malen, dann fangt doch gleich an. Dann bis bald, Freunde.